Wenn ein Haufen Schaulustige gespannt darauf wartet, bis eine Stoffpuppe auf dem Scheiterhaufen zmitzt in einem Flammenmeer explodiert oder brennt, dann ist Funkensündig. Bei uns dagegen gibt es ganz einen Haufen so Funkensündig. Der Brauch erinnert an längst vergangene Zeiten, wo mit Lärm und Grumpel der Winter und die bösen Wintergeister vertrieben worden sind. Und je schneller dann der Böck explodiert oder eben die Puppe brennt, desto schöner soll dann der Sommer werden. Das Verbrennen von dem Böck oder von dieser Puppe hat eine jahrelange Tradition, auch bei uns in der Region. Ich bin in die Ägäden gegangen, wie das gerade am nächsten liegt. In der Ägäden hat es zwar auf einem kleinen Haufen auch eine Puppe gehabt, das habe ich am Tag noch gesehen. Aber irgendwie ist die dann wahrscheinlich beim Anzünden gerade runtergefallen. Jedenfalls habe ich das dann verpasst, obwohl ich pünktlich am Abend, am 7. dort war. Allerdings für einen Haufen bin ich mehr als früh genug dort gewesen, weil das vorweg, der Haufen ist nie richtig zum Brennen gekommen. Fast wie im 2018. Vielleicht hat es vorher geregnet, vielleicht hat es im Aufbau gekippt, am Holz, was auch immer. Man wird es sicher analysieren und das nächste Jahr, da bin ich überzeugt, da brennt es dann wieder. Weil im 2019, nachdem eben der Haufen im 2018 nicht brennt hat, hat es eben auch brennt. Dort dann allerdings so fest, dass man fast nicht Angst haben muss um einen umliegenden Wald. Ja, das kann passieren. Auch zu Kärnten beim Osterfeuer brennt etwa mal ein Haufen nicht so, wie es auch sollte. Die Kärntner haben mit dem Osterfeuer ja Türken damit vertrieben. Aber eben öppen mal brennt so ein Haufen nicht, wie es geplant war. Aber Geselligkeit tröstet dann meistens darüber weg. Ein Bierli oder sonst irgendetwas und dann stimmt alles wieder. Und beim Haufen, ja, da stehen ein Haufen Leute rum und probieren, dass der Haufen gleich noch zu brennen kommt. Weil die Türken, ja, die müssen jetzt einfach vertrieben werden aus den Kärnten. Auch in der Ägäden. Also man hat sich unglaublich angestrengt, dass der Haufen irgendwie noch zu brennen kommt oder das Holz mal runterbrennt. Und die Geselligkeit hat auch gestimmt. Der Haufen aber hat einfach nicht richtig brennen. Ich habe dann diese Zeit genutzt und habe einen Schwenk in die Umgebung gemacht. Und das ist auch wunderschön. Und das Feuerwerk habe ich gesehen. Da nehme ich euch einmal mit. Zurück zum Haufen. Es war immer noch gleich. Mal hat er etwas mehr gebrannt, mal etwas weniger. Auf jeden Fall, die Leute hatten Freude gehabt. Man konnte nachher stehen, weil es nicht so heiß war. Und man konnte ein bisschen rumzäuseln. Also, es war gleich auch ein spezielles Ereignis, ein Zusammenkommen hier bei der Ägäden oben. Und das ist ja dann am Schluss eben die Hauptsache. In meiner Verwandtschaft, da sind die Osterfeuer natürlich eben in. Und ich möchte euch mal zeigen, wie so ein Osterfeuer dort aussieht. Da klippert es und chattert es und brennt es dann. Und wenn es dann mal nicht zu brennen kommt, dann hilft man noch ein bisschen an. Ja. So kommt das Osterfeuer dann einfach immer zum Brennen. Und jetzt wieder zurück in die Ägäden und zu unserem Haufen und zu der Umgebung. Einfach ein paar Eindrücke. Geniessen es und ja, bin jetzt nicht so ganz sicher, ob der Sommer jetzt wegen dem dann schlechter wird, weil an anderen Ort hat der Haufen ja vielleicht brennt. Und nachdem eben die Ägäden ja nicht einen speziellen Sommer hat, sondern der Sommer dann überall ein bisschen gleich ist, haben vielleicht die anderen Funken, die besser brennt haben, den Sommer wieder gerettet.